mehr oder weniger eine Reihenvorstellung geben, und zwar zu Infernale von Sophie Jordan. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes beginnen wir mal damit, dass Infernale eine Dilogie ist und somit in 2 Bänden abgeschlossen. Ich kann als erstes erstmal sagen, dass ich die Cover immer noch wunderschön finde. Ich finde, die sehen einfach richtig toll aus. Auch der erste Teil, der gefällt mir richtig gut. Ich finde, das hat der Verlag ganz toll hingekriegt. Also die Cover gefallen mir richtig gut. Ich beginne auch hier mal damit, dass ich euch erstmal ganz kurz nochmal erkläre, worum es im ersten Teil dieser Dilogie ging. Und zwar ging es hier um Davy. Und in Davys Welt ist es so, dass es dort das Mördergen gibt. Leute werden auf dieses Gen getestet und werden dann quasi wie Menschen 2. Klasse behandelt. Denn sie sind potenziell gefährlich und neigen halt mehr dazu, jemanden zu töten als ein normaler Mensch. Deswegen werden diese Menschen von der Gesellschaft irgendwie ausgegrenzt und missachtet. Und bei Davy ist es jetzt so, sie ist ein Wunderkind. Sie kann wunderschön singen, sie spielt Klavier. Und Davy wird von ihren reichen Eltern quasi ihr ganzes Leben schon drauf getrimmt, ein gutes, wohlerzogenes Mädchen zu sein. Sie wird auf ihre Karriere quasi an der Juilliard Musikschule vorbereitet. Sie hat einen Freund, sie hat Freunde, sie geht auf eine ganz tolle Schule. Und ja, ihr Leben scheint nahezu perfekt bis zu dem Tag, an dem sie auf dieses Mördergen getestet wird. Und wie sollte es anders sein? Davy wird positiv auf dieses Gen getestet und von diesem Moment an ändert sich ihr ganzes Leben. Nichts ist mehr, wie es war. Ihre Freunde kehren ihr den Rücken zu. Von ihrem Freund weiß sie auch nicht mehr wirklich, was sie noch halten soll. Und ja, die Schule sondert sie aus und steckt sie an eine Schule für Leute, wo auch Genträger hingehen können. Und dort lernt Davy Sean kennen. Und was dann alles noch in diesem Buch passiert und was mit Davy und Sean passiert und was generell in dieser Welt alles noch passiert, das ist es, worum es im ersten Teil von Infernale geht. Ich muss sagen, dass mir der erste Teil damals wirklich gut gefallen hat. Es hat ja so ein bisschen einen dystopischen Ansatz, obwohl das so im Jahre 2022 irgendwie so spielt. Also nicht in allzu ferner Zukunft, und es ist auch keine richtige Dystopie, denn unsere Gesellschaftsordnung existiert ja im Prinzip noch. Es ist halt nur so ein bisschen dystopisch angehaucht, halt, weil ja die Menschen mit diesem Mördergen quasi wie Menschen 2. Klasse behandelt werden. Aber im Prinzip gibt es unsere Gesellschaftsstruktur jetzt noch, deswegen ist es keine Dystopie. Es ist aber auch kein Science-Fiction, auch kein Fantasy, deswegen würde ich sagen, es ist ein Jugendbuch mit dystopischem Ansatz und einem Mini-Science-Fiction-Ansatz vielleicht auch, aber ansonsten ist es einfach nur ein Jugendbuchroman, wenn man es jetzt so vom Genre her sehen wollen würde. Und ich muss sagen, mir hat der erste Teil damals wirklich gut gefallen. Ich mochte die Handlung, ich fand das Ende damals sehr spannend, denn was mit Davy und Sean dann hier in diesem Buch noch passiert, ist einfach unglaublich viel. Am Ende vom ersten Teil war es so, dass unsere Protagonistin und ihre Freunde sich in einer ganz anderen Situation befinden wie zu Beginn der Geschichte. Und ich war so gespannt, wie es dann mit dem zweiten Teil weiterging, denn Davy hat auch hier im ersten Teil schon eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht von diesem perfekten Mädchen, was sie zu Beginn der Geschichte war, zu einer etwas anderen Davy. Ich möchte jetzt hier nicht näher drauf eingehen, sonst verrate ich zu viel. Und ja, es war halt auch schön zu sehen, wie sie die Beziehung zu ihren Freunden aufgebaut hat und vertieft hat und was sie dann halt alles so im ersten Teil noch so durchlitten haben. Fand ich sehr interessant, und wie gesagt, ich fand auch das Ende sehr interessant und habe mich dann auf den zweiten Teil wirklich schon sehr doll gefreut. Okay, ich komme jetzt mal zum zweiten Teil. An dieser Stelle eine Spoilerwarnung. Ich werde nicht die Geschichte vom zweiten Teil komplett spoilern, aber ich möchte mit euch gern über die Geschichte reden. Also, wer jetzt zwingend nicht wissen möchte, was im zweiten Teil denn im Ansatz passiert, der sollte jetzt lieber abschalten. Ansonsten, ich kann euch nichts über dieses Buch sonst weiter sagen, weil es genau dort beginnt, wo das erste Buch aufhört. Deswegen, wer keinen Bock auf Spoiler hat und das Buch jetzt noch lesen möchte und sich da überraschen lassen möchte, der schalte an dieser Stelle bitte ab und komme dann später nach dem Lesen an diesen Punkt nochmal zurück. Alle anderen bleibt einfach dran. So, ich habe euch gewarnt. Okay, im zweiten Teil, wie gesagt, Infernale Rhapsody in Schwarz, geht es immer noch um Davy. Und wie gesagt, wir beginnen hier exakt an der Stelle, wo das erste Buch aufgehört hat. Am Ende vom ersten Teil war es ja so, dass Davy mit ihren Freunden Sean, Jill und Sabine... Ja, Sabine, sie war eine Deutsche. Die sind am Ende vom ersten Teil, wie gesagt, geflohen und wollen jetzt nach Mexiko übersetzen mit den Rebellen, die es ja in dieser Geschichte noch gibt, die gegen dieses System angehen. Und ja, warten dann quasi auf ihren Einsatz, um endlich über die Grenze zu kommen. Und dann ist es so, dass die ersten 50 Seiten von diesem Buch wirklich sehr spannend sind, denn die beschäftigen sich noch mit so ein bisschen den Nachgang vom ersten Buch und damit halt... und damit über die mexikanische Grenze zu gelangen, einen Fluss zu überqueren. Und es wird auch alles sehr, sehr spannend erzählt. Und dann ist es so, dass Davy nach ungefähr 50 Seiten von ihren Freunden getrennt wird. Ich gehe jetzt hier nicht näher darauf ein, was da genau passiert. Auf jeden Fall wird Davy von der Gruppe getrennt und gerät in äußerste Lebensgefahr und wird dann von einem jungen Mann gefunden. Und diese rettet ihr das Leben, denn sie wurde angeschossen. Und Davy muss dann sehr, sehr schnell feststellen, dass sie so schnell zu ihren Freunden nicht zurückkommen wird, obwohl sie alles in ihrer Macht Stehende tut. Und sie versucht dann rauszukriegen, wer dieser Fremde ist, warum er sie gerettet hat und was da jetzt eigentlich genau alles los ist. So viel soll es zum Inhalt auch gewesen sein. Wie gesagt, ich möchte hier nicht näher auf die Geschichte drauf eingehen. Aber ich kann nur sagen, dass Davys Freunde in diesem Buch nach diesen 50 Seiten keine Rolle mehr spielen. Die tauchen ganz am Ende in den letzten 2 Kapiteln irgendwann nochmal mit auf, spielen aber sonst für die restliche Geschichte und für die restliche Handlung keine Rolle. Und das fand ich zum einen schon mal sehr, sehr merkwürdig. Dann ist es so, dass Davy, wie gesagt, von dieser Gruppe ja getrennt wird, dann wird sie gerettet und kommt dann halt in verschiedene Situationen, die ich teilweise auch echt nicht nachvollziehen konnte. Und ich konnte teilweise auch Davy absolut nicht verstehen, denn mit ihren Freunden hat sie sich in etwa so verhalten wie aus den Augen, aus den Sinn. Ja, die sind jetzt weg, sie existieren jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt mein Ding und guck mal, wie ich klarkomme. Und das fand ich schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und was mich ganz, ganz groß an diesem Buch hier gestört hat, ist, dass ich hier vom zweiten Teil eine Rebellion erwartet habe. Ich habe erwartet, dass Davy es irgendwie schafft, sich der Widerstandsbewegung anzuschließen und rebelliert und hilft, dieses Ganze voranzutreiben und ja, da halt einfach viele spannende Sachen passieren. Es passieren 1, 2 spannende Sachen in diesem Buch, haben aber absolut nichts mit Rebellion oder so zu tun. Nein, denn Davy hockt die ganze Geschichte in einem Bunker. Und was das für ein Bunker ist und wieso, weshalb, warum, das verrate ich auch nicht, aber dieses Buch hat mich, was das betrifft, echt enttäuscht. Ich habe echt hier gedacht, jetzt haut die Autorin hier einen raus und lässt einen gucken und es ist ultra spannend und Rebellion und sie versuchen gegen die Ungerechtigkeiten anzugehen und so. Aber nix war's. Nein, es passiert einfach gar nichts. Das ganze Buch hockt ihr in diesem Bunker. Und ich weiß nicht, was die Autorin sich dabei gedacht hat. Dieses Buch ist eine reinste Love Story. Also, ja, sie wird ja dann von ihren Freunden getrennt, dann wird sie von diesem einen Typen gerettet und dann lernt Davy noch einen Kerl kennen. Und dieser Kerl hat es ihr schwer angetan. Und das ganze Buch beschäftigt sich eigentlich nur um die Beziehung der beiden. Und das fand ich absolut kacke. Also, und ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also, wenn man hier davon ausgeht, dass das Buch eine reine Love-Story wäre, wäre es echt vollkommen okay gewesen. Aber es war einfach ein Jugendroman, wo es eigentlich um eine Rebellion mitgehen sollte. Und man liest hier von der Rebellion ab und an immer mal in so kleinen, kurzen Berichten, die nach einem Kapitel so auf einer Seite stehen. Das sind dann halt Augenzeugenberichte, Demonstrationsberichte, Berichte vom Militär oder kurze Unterhaltungen, die geführt wurden. Und ich fand das einfach nur schlecht. Ich fand es einfach nur schlecht, wie die Autorin das hier gelöst hat. Und ich habe keine Ahnung, warum die Autorin das gemacht hat. Warum hat sie den Fokus so auf diese Love Story gelegt? Ich kann das nicht verstehen. Ganz ehrlich, man hätte hier so viel aus dieser Geschichte rausreißen können und die Autorin fokussiert die Geschichte auf eine Love Story. Ja, und alle aus dem ersten Teil, die man da gerade so lieb gewonnen hat, die einem ins Herz gewachsen sind, mit denen man sich auch beschäftigt und auf die man sich freut, wiederzusehen, puff, die sind einfach mal nach 50 Seiten weg und tauchen, wie gesagt, in den letzten 2 Kapiteln mal ganz kurz auf und ja, fand ich echt sehr, sehr merkwürdig. Also, da hat mich die Autorin echt enttäuscht. Wie gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses Buch eine reine Liebesgeschichte ist, ist es okay, aber ansonsten hat das einfach mit dem ersten Teil absolut nichts zu tun. Ich habe gedacht, was soll das bitte? Ja. Ansonsten die Entwicklung, die Davy hier in diesem Buch wieder durchmacht, war okay. Man kann ihre Zweifel verstehen, man kann die anderen Charaktere auch verstehen. Das Ende konnte ich absolut nicht verstehen. Das war für mich zu kitschig, das war zu viel, das war zu schmalzig. Auch das Wiedersehen mit ihren Freunden, dann habe ich absolut nicht nachvollziehen können. Weder von Davys Seite noch von der Seite von den Freunden her. Also fand ich alles wirklich sehr, sehr merkwürdig zum Ende hin. Und ich habe echt überlegt, wie viele Sterne ich dem Ganzen auf Goodreads geben soll. Also, ich habe da echt hin und her geschwankt, weil ich gebe ja im Normalfall keine Sterne und bei Goodreads mache ich das halt immer. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie viele Sterne ich einem Buch gebe, schaut auf Goodreads vorbei. Und ja, ich bin da echt hin und her geschwankt. Ich habe den Ganzen am Ende 4 Sterne gegeben, weil es schön geschrieben war, weil sie hat gut lesen lassen und weil die Love Story wirklich niedlich war. Also wenn man wirklich davon ausgeht, dass das Buch eine reine Love Story ist, war es schön, aber es hatte halt mit dem ersten Teil so gar nichts zu tun. Und ich habe mich am Ende so viele Sachen gefragt und ich habe mich gefragt, was ist aus dem geworden, was ist damit passiert, wie verhält sich das, warum ist das jetzt am Ende so? Und da sind einfach sehr, sehr viele Fragen offen geblieben, was ich auch sehr, sehr schade fand. Und ja, ich habe keine Ahnung, was die Autorin hier gemacht hat. Wäre es ein zweiter Teil gewesen, wäre es so völlig in Ordnung gewesen, weil dann wäre ja noch was gekommen, aber so an für sich als Abschluss dieser Dilogie, naja. War okay, wie gesagt, war jetzt nicht grottenschlecht, aber ich habe definitiv was anderes erwartet. Da ich nicht weiß, was ich zu diesen zwei Büchern sonst noch sagen soll, dann schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare, wenn ihr die Bücher kennt und gelesen habt. Und ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen eine schöne Dilogie, aber der zweite Teil hat mich da echt einfach nur enttäuscht. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss!